könnte ich euch vielleicht als Leibwache anheuern? Ja. Danke. Bevor wir aufbrechen, sollten wir uns in der Stadt umhören. Vielleicht ist er von alleine zurückgekehrt. Okidoki. Aber zuerst gehen wir noch zu... Ah, da unten. Stoiner. Ich sah euch beim Reinkommen. Müsst den Altar übersehen haben, sonst hättet ihr doch sicher gebetet. Mhm. Zahl an Koste. Vermächtnis der Lichtwacht. Ihr seid verletzt, braucht ihr Hilfe? Ihr meint es gut, aber das wird schon wieder. Ich war ein Narr zu versuchen, in den alten Außenposten von Lichtwacht zu gelangen. Dort wimmelt es vor Kreaturen. Ich wollte nur... Ich glaube, meine Mutter Soliana war hier stationiert. Doch das Licht scheint sich nicht auf die Aufzeichnungen der Kirche zu erstrecken. Die Ritter der Reue müssen etwas beim Außenposten zurückgelassen haben. Keine Sorge, ich werde dem nachgehen. Ach so, nein. Was wisst ihr über die Lichtwacht? Nur, dass es einst eine Bastion der Ritter der Reue war, dem heiligen Ritterorden der Kathedrale, der die Straßen patrouillierte und dem Bösen das Urteil des Lichts brachte. Zumindest, bis sie fortzogen. Okay. Dann werfen wir einen Blick ins Journal. Das erste ist die Blutsbande, dem wir nachgehen wollen, da wir ja Laktan hier im Schlepptau haben. Meridan, kurze Frage. Ich suche nach Peritan. Warum? Um diese Bedrohung endlich zu verhaften? Er ist vor einer Weile mit diesen heidnischen Händlern hinausgegangen. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Okay. Hier gibt's wohl keine Spur. Dann wieder mal zu unserem Lieblingspriester. Habt ihr Peritan gesehen? Nein, nein. Ich fürchte, Perithan gibt sein Bestes, mich zu meiden. Ich sollte hoffen, dass er irgendwo für seine Erlösung betet. Wir haben vor langer Zeit aufgegeben. Okay. Sind ja alle sehr beeindruckt von ihm. Und dann... Ilva? Wie oft habe ich schon gesagt, verlasse niemals diese Mauern. Ich habe deinen Eltern versprochen, mich um dich zu kümmern. Okay. Dann gehen wir mal hier rein. Zvetko. War Peritan hier? Dieser Unruhestifter. Nein. Aber lasst es mich wissen, wenn ihr ihn findet. Ich habe ein paar Fragen. Licht. Ist ja interessant. Ich hatte es gehofft. Die Händler wurden bei einem Lager kurz vor dem Pass überfallen. Dort sollten wir suchen. Ja, dann werden wir das mal machen. Meine Skeletis sind abmarschbereit. Wir setzen uns einen Wegpunkt. Okay, den haben wir gesehen. In der letzten Aufnahmesession beim Reinkommen. Ich wusste, dass er verzweifelt war. Aber... Danke. Ach, was tue ich denn? Meine Scheißerchens wollte ich heilen. Der Materwald. Zu verlockend, aber wir machen jetzt erstmal die Queste. Hallo, meine Lieben. Tschüss, meine Lieben. Hast du mich gerade angeknurrt? Böser Wauwau. Böser Wauwau. Ach. Habe ich schon erwähnt, dass ich die Fähigkeit mag? Beim Licht. Das ist furchtbar. Seht ihr irgendwelche Hinweise?
Die Todesursache scheint ein Schuss in den Hals zu sein. Zweifellos das Werk der Jäger aus Margrave. Dicke Narben kreuzen die Haut des Untertans in seltsamen Mustern. Als seien sie absichtlich so gezeichnet worden. Die Warenkoffer des Händlers wurden aufgebrochen und vollständig geplündert. Einer der Händler, mit denen Perithan unterwegs war, wurden jegliche Wertsachen geraubt. Ich wollte es nicht glauben, doch ich habe solche Narben bereits gesehen. Bei widerwärtigen Kerlen, die sich manchmal mit Perithan trafen. Anscheinend gibt er sich wirklich mit ihnen ab. Ich muss ihn finden. Ich muss meinen Bruder zur Rechenschaft ziehen. Na, dann wollen wir ihm mal suchen helfen, oder? Diesmal ist er zu weit gegangen. Ja, wir wissen ja noch nicht, wo er ist. Entfernt. Irgendwo hier. Ich tippe mal auf hier unten. Wahrscheinlich eh nicht, aber... auch geklärt. Marodeurin, ja, vor dir habe ich Angst. Sonst noch jemand? Passt. Das muss es sein. Na, dann lass mal hier ein paar Banditen opfern. Ja, warum nicht? Wenn wir es schon haben. Flucht des Halsabschneiders. Auf geht's! Na seht ihr, bringt uns die Quest auch zu einem Dungeon. Geht er quasi von ganz alleine. Hinterhältige Tunnel. Ich kann nicht länger über die Missetaten meines Bruders hinwegsehen. Licht, gib mir die Kraft, mein eigenes Blut zur Rechenschaft zu ziehen. Und sie haben schon wieder Spaß, die Kleinen. Wie sie doch abgehen, wie die Frettchen. Ich würde trotzdem hier gern, danke, looten. So ein Lauser, frech. Und ab geht die Luzi. Tag. Das war's, Level Up. Skelettmagier. Da wollen wir rein. Findet den Schmugglerschlüssel, natürlich. Und ab geht die Mittelfahrt. Danke. Und ab. Ist jetzt Ruhe hier. Mal Schicht im Schacht.
Dankeschön. Danke sehr. Dann lasst mal gucken. Plus 12 Intelligenz. Bewegung. Oh, Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, bitte, will ich. Rüstung. Nochmal. Entrinnen vielleicht eine Sekunde lang plus 30% Bewegungsgeschwindigkeit, plus 12 Geschicklichkeit. Ja, aber das ist nur bedingte Bewegungsgeschwindigkeit, von daher. Schaden pro getroffenen Gegner, plus 30 Intelligenz. Wow. Ja. Da würde ich jetzt mal tauschen. Mal sehen, wie sich das anfühlt. Dann können wir noch immer anders entscheiden. Ihr kennt mich doch, oder? Da bleibt nichts am Leben. Piep! Nicht mal die Ratte. Klopf, klopf. Jemand zu Hause? Der Schmugglerhort. Hallo? Ah, doch. Und auf geht die wilde Fahrt. Piep, piep. Guten Tag. Kurz meine Minions heilen und weiter geht's. Kann man machen. Dankeschön. Lebt hier noch was? Nö. Eben. Oh, ein Ring. Den würde ich mir gerne ansehen. Gegen Blitz. Ja, wenn er gratis ist, nehmen wir natürlich mit. Ja, das dachte ich mir schon. Nichts Aufregendes. Lasst ihr das mal bleiben, bitte. Dankeschön. Frech. Oh, los geht's wieder. Ach, nett, 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 nett. Oh, ein Heilbrunnen. Dann würde ich erstmal Leichenexplosion, verbesserter Radius. Wird zur Dunkelheitsfertigkeit. Anstatt zu explodieren, verströmen sie ein abscheuliches Miasma, das im Verlauf von 6 Sekunden 251 Schattenschaden verursacht. Wow. Oder Leichenexplosion fügt verlangsamt, betäuben oder verwundbaren Gegnern 8% mehr Schaden zu. Prozent mehr Radius wäre auf jeden Fall nett. Meine Skelettkrieger haben im Moment alles, was sie brauchen. Verbraucht eine Leiche, erzeugt 2 Essenz. Brauche ich im Moment nicht. Ja, mehr Radius. Skelettmagier. Schattenmagier beherrschen Kräfte aus dem Jenseits, die moderaten Schattenschaden verursachen. Angriffe eurer Schattenmagier verursachen, verfügen über eine Chance von 10%, Gegner 2 Sekunden lang zu betäuben. Dieser Effekt kann denselben Gegner nicht mehr als einmal treffen. Schattenmagier schießen bei jedem 5. Angriff zu Schattenblitz ab. Oh, ja, ich würde die goldene Mitte wählen.
Denn ihr habt ja schon gesehen, wir haben jetzt mehr Compadres dabei. Und zwar unsere Schattenmagier jetzt. Haben wir auch nochmal 3 Stück. Das heißt, unsere Minion-Armee wird auch noch schlagkräftiger. Mehr Leichen. Mehr, was wir explodieren lassen können. Und... Och. Das ist doch nicht lustig, wenn die schon tot sind, bevor ich da bin. Spielverderber. Das schaut mir nach einem Bossfight aus. Perithon. Perithon. Verdammt, wo bist du? Oh oh. Hui. Dann lass mal Fang. Soll ich vor dir jetzt Angst haben, oder wie? Außer wenn ich mitten im... Ja, was willst du jetzt von mir? Tschüssi! Ihr verfügt bereits über volles Leben. Bevor wir... Nee, hat nur so ausgesehen, okay. Bevor wir weitermachen, lass mal gucken. Plus 4 für alle Werte oder Widerstand gegen Feuer, Lebensregeneration, wenn ihr kürzlich keinen Schaden erlitten habt. Plus 9 maximales Leben. Gefällt mir. Plus 18 Rüstung. Plus 3% Schaden über Zeit des Typs Schatten. Da wird es Sinn machen, dann wirklich in Richtung Schatten gehen bei der Leichenexplosion. Plus 4 auf alle Werte und 2,2 Angriffsgeschwindigkeit. Ja. Und die sind dann eh nicht mehr so toll. Perithon. Oh, denn, ja. Euer Bruder hat viel durchgemacht, um euch zu finden. Lockthorn. Was hast du getan? Wie konntest du so tief fallen? Wahrscheinlich ist er gestolpert. Gerechtigkeit, Bruder. Ich brauche Gerechtigkeit. Sie sagten, es wäre eine saubere Sache. Ein paar Geldbörsen klauen und fort. Niemand sollte verletzt werden. Ich habe niemanden getötet. Ich lief weg und sie bestraften mich dafür. Du musst mir glauben. Das werden die anderen niemals glauben. Wir können nicht nach Margrave zurück. Kannst du laufen? Lockdown. Das sind alte Schmugglertunnel, richtig? Wir folgen ihnen gen Süden. Irgendwohin, wo niemand uns kennt. Ein Neuanfang. Danke. Klingt nach einem Plan. Er ist ein Idiot, aber von meinem Blut. Ich kann nicht einfach. Kann ich euch vertrauen, niemanden zu verraten, wohin wir gehen? Wir kennen uns 5 Minuten, also würde ich sagen, nee. Plus 20 Ansehen, plus 960. 5800 EP! Wow. Das hat sich ja richtig bezahlt gemacht. Verbunden im Blute. Schließt die Quest Verbunden im Blute in den zersplitterten Gipfeln ab. Wow. Wir haben schon 2% erledigt. Lass mal kurz kicken, wenn wir hier rausspazieren. Wir sind hier. Menestat? Ja. Oder? Ich glaube. Lass noch mal kurz gucken, ob wir... Nee, weißt du was? Ja, Kyobashat wollte ich nicht unbedingt, aber macht nichts. Wir müssen eh mal unser Inventar ausmisten. Hallo, meine Freunde. Ich sehe da gerade eine Quest. Nein, 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 nein. Wir wollen in unser Zimmer.